Hallo, moin moin und alle herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg, Joggler 66, Stunde der Wahrheit. Heute lesen wir den 13. Teil aus dem Buch Kreml und Vatikan, ein Kampf um die Macht durch 5 Jahrhunderte. Wir befinden uns immer noch in dem Kapitel, das jetzt bereits in den 4. Teil geht, auf neuen Wegen zum alten Ziel. Und wir werden dieses Kapitel auf jeden Fall heute auch abschließen. Ob ich noch in das nächste Kapitel reingehe, das wird sich ergeben, je nachdem, wie lange wir für diesen Teil der Lesung brauchen. Ich beginne unten auf Seite 128 mit einer kleinen Wiederholung, dass wir gut reinkommen und verstehen, worum es geht. Es steht hier geschrieben, jetzt lassen wir die Aussage von Napoleon den Ersten hier mal eben weg. Die Jesuiten legten ihre Organisation des Staates, so schrieb Lugoles in seinem im Jahre 1904 in Buenos Aires erschienenen Buche El Imperio Jesuitico, die Jesuiten legten ihre Organisation des Staates, die des eigenen Ordens zugrunde, gegründet auf die drei Prinzipien: Kommunismus, absolute Autorität und Verzicht auf die eigene Persönlichkeit. Ende Zitat. Sehr richtig, schreibt Eduard Winter, Zitat, in Wirklichkeit wurde hier ein Kompromiss geschlossen. Für die Erhaltung des Ordens in Russland bot die Gesellschaft Jesu ihre Hilfe zur Gewinnung der Loyalität der neuen Untertanen in den ehemals polnischen, jetzt russischen Gebieten an und versprach sich als wertvollster Bundesgenosse im Kampf gegen jede revolutionäre Bewegung für die Erhaltung der herrschenden gesellschaftlichen Zustände in Russland zu bewähren. Kaiserin Katharina verstand das Bündnis auch ganz in diesem Sinne und kämpfte Zeit ihres Lebens mit einem immer wieder angeblich unverständlichen Eifer für die Erhaltung der Gesellschaft Jesu in Russland. Ende Zitat. Dazu hatte ich in der letzten Sendung bereits genügend kommentiert, deswegen lesen wir jetzt oben im ersten vollen Absatz auf Seite 129 weiter. Natürlich werden solche unnatürlichen Bündnisse stets mit der gegenseitigen Mentalreservation geschlossen, den Partnern nach gemeinsam errungenem Sieg über die unterdrückten Völker zu betrügen und ebenfalls zu unterjochen. Wir werden noch sehen, wie solche, zwischen Anführungszeichen, Bündnisse auch in neuer und neuester Zeit zwischen sonst grundsätzlich entzweiten politischen und religiösen Gegnern geschlossen wurden. Bismarck sagte am 28. November 1885 im Deutschen Reichstag zu dieser Frage, und hier fahren wir jetzt fort, Zitat, die Jesuiten stellen sich mit der Macht gleich. Die Jesuiten würden auch heute mit der Macht gehen und sich mit der Macht zu stellen suchen und zu stellen wissen, mit der Macht der Zukunft. Mit dem absoluten Königtum werden die Jesuiten immer gehen, mit dem absoluten Parlamentarismus auch, mit der absoluten Demokratie auch. Sie werden immer so schwimmen, dass sie dabei oben aufbleiben und eine gewisse Macht, vielleicht eine reichliche, mit ihrem stets steigenden Vermögen behalten. Ende Zitat. Bismarck war sehr weitsichtig. Jetzt kann man sich natürlich fragen, wenn man nicht so viel von den Jesuiten versteht, wieso werden die Jesuiten immer mit dem absoluten Königtum gehen? Okay, das versteht man, weil da haben sie einen autoritären Herrscher, den es nur zu beherrschen geht. Aber warum denn auch mit dem absoluten Parlamentarismus? Also, das ist das, was im Grunde eine Republik widerspiegelt, wenn es sie denn so gäbe, wie sie sein sollte. Siehe Amerika, das ja keine Republik mehr ist, sondern eine Demokratie geworden ist, was ja gar nicht in der Verfassung steht. Das ist ein anderer Punkt. Aber warum gehen die Jesuiten dann auch mit der absoluten Demokratie? Aus dem einfachen Grunde, und das hat Bismarck hier sehr gut erkannt, weil sie jede Herrscherform, die es gibt, unterwandern, also infiltrieren, aushöhlen und komplett übernehmen. Bei einer Demokratie, wo die Macht über viele Stellen verteilt ist, dauert das natürlich ein wenig länger, wie in einem Parlamentarismus auch, als im Gegensatz zu einem absoluten Königtum. Wenn ich den absoluten König beherrsche,
dann beherrsche ich das ganze Königreich. Dann beherrsche ich die ganzen Untertanen. Weil der König beherrscht ja die Untertanen. Aber Bismarck hatte bereits die Einsicht und die Weitsicht, aufgrund wahrscheinlich eben auch der Kenntnis der geheimen Abmachungen aus den drei von mir in der letzten Sendung genannten Treffen, Verträgen, die gemacht wurden, in Wien, in Verona und in Kiri, Beginn des 19. Jahrhunderts. Entweder hatte Bismarck selbst da auch Kenntnis von, oder aber er kannte die Jesuiten so gut, dass er genau wusste, womit er sich einlässt. Er hat ja 1872 die Jesuiten verboten, wollen wir ja mal eben deutlich sagen. Und er versteht, wie die Jesuiten arbeiten, wenn er hier sagt, die Jesuiten stellen sich mit der Macht gleich. Das heißt mit anderen Worten, Macht gleich Jesuiten. Sie würden auch heute mit der Macht gehen und sich mit der Macht zu stellen suchen und zu stellen wissen, mit der Macht der Zukunft. Mit dem absoluten Königtum werden die Jesuiten immer gehen. Mit dem absoluten Parlamentarismus auch, mit der absoluten Demokratie auch. Sie werden immer so schwimmen, dass sie dabei oben aufbleiben. Das heißt also, dass sie immer die Übermacht über die Regierenden haben. Und eine gewisse Macht, vielleicht eine reichliche, mit ihrem stets steigenden Vermögen behalten. Ende Zitat. Ich finde das ein sehr, sehr wichtiges Zitat von Bismarck, wo man nicht mehr eben so stehen bleiben sollte und das lesen, sondern wie wir gerade gemacht haben, das auch ein wenig analysieren sollte, um es wirklich zu verstehen, was damit gesagt ist. Der Autor fährt fort und sagt, in Russland wurde ihnen das schon sehr anwachsende Vermögen am 6. Mai 1474 bestätigt. Dafür sollten und wollten die Jesuiten bei der Niederhaltung des russischen Volkes behilflich sein und die Herrschaft des Feudalismus in Russland festigen. Der vom Pugatschew im Jahre 1773 entfachte Bauernaufstand in Russland war geeignet, die Regierung auf die revolutionären Möglichkeiten hinzuweisen. Ihr seht von Anfang an in dem Video ein Bild von dem Aufstand, von dem Bauernaufstand 1773 in Pugatschew. Jetzt versteht ihr vielleicht auch ein wenig den Hintergrund. Bauern stehen nicht einfach so auf, haben nicht einfach so einen Aufstand. Die sind ja überhaupt nicht organisiert. Die Organisation dahinter, die dafür sorgt, dass diese Bauern aufstehen und es einen sogenannten Bauernaufstand gibt, die Organisation dahinter muss man sehen. Und das ist mit anderen Worten hier ganz klar. Wenn die Jesuiten hier der Zaren klar machen wollen, wir beschützen dich gegen revolutionäre Bewegungen und sorgen dafür, dass deine Herrschaft erhalten bleibt, dann müssen sie ja erstmal diesen Aufstand, diese Revolution den Leuten zeigen, dass die Menschen, die herrschen, erstmal Angst davor haben. Und genau das war die Organisation des Bauernaufstands in Pugatschew 1773. Und es gibt sogar eine gewisse Parallele in die heutige Zeit. Ihr erinnert euch, dass im Jahr 2024, in dem wir ja im Augenblick noch sind, im Anfang dieses Jahres in Europa starke Bauernproteste losgebrochen sind. Ihr glaubt doch nicht, dass ein Bauer morgens aus einem Kuhstall rausgeht oder aus einem Hühnerstall rausgeht, sich auf den Traktor setzt und in die Hauptstadt fährt, einfach so, weil er da Bock drauf hat. Das sind organisierte Aufstände, organisierte Demonstrationen, organisierte, zwischen Anführungszeichen, Streiks oder was auch immer. Und das war's hier. Da verwette ich meine linke Arschbacke drauf. 1773 in Pugatschew ebenso. Weil die Jesuiten damit etwas erreichen wollten. Sie müssen diesen Aufstand organisieren und sorgen, dass der stattfindet, um damit ein Machträdchen zu haben, um der Zarin zu sagen von, schau, mach dir da keine Sorgen drum, wir kontrollieren das. Wir beschützen dich davor. Ja, das erinnert an Mafia-Methoden. Die Mafia ist auch römisch-katholisch. Das kommt alles aus derselben Richtung. Schutzgelderpressung, das ist genau der Fall. Wenn ihr da jetzt dran gedacht habt, das ist genau der Punkt. Ja.
wenn die Leute den Schutzgeld erpressen wollen, was machen sie denn? Erst schmeißen sie Scheiben ein und bedrohen die Kassierer oder rauben das Geld aus der Tageskasse im Restaurant oder Kneipe oder wo auch immer sie Schutzgeld abkassieren wollen. Und dann kommen sie am nächsten Tag wieder und sagen, von, oh, das ist ja schön, dass das passiert ist. Ja, wenn du nicht mehr willst, dass das passiert, dann musst du mir Schutzgeld bezahlen, so und so viel. Die Jesuiten sind genau von diesem Gedanken gut. Erst machen sie eine Revolution, ob sie jetzt schlimm wird oder weniger schlimm wird, das hängt ganz von ihren Zielen ab, die sie danach haben. Und dann gehen sie zu den Herrschenden und sagen von, tja, also wenn du möchtest, dass wir dich vor diesen Sachen beschützen, dann musst du uns halt gewisse Freiheiten geben. Und genau darum geht das hier. Dass wir diese Kniffe und die Tricks, die Machination der Arbeitsweise der Jesuiten im säkularen Bereich einmal verstehen können. Also, in Russland wurde ihnen das schon sehr anwachsende Vermögen am 6. Mai 1774 bestätigt. Dafür sollten und wollten die Jesuiten bei der Niederhaltung des russischen Volkes behilflich sein und die Herrschaft des Feudalismus in Russland festigen. Der von Pugatschew im Jahre 1773 entfachte Bauernaufstand in Russland war geeignet, die Regierung auf die revolutionären Möglichkeiten hinzuweisen. Ja, schaut, was da passiert ist. Wollt ihr das nicht, dann beschützen wir euch davor. Der Aufstand kam gerade zur rechten Zeit, um die Zaren und ihre Ratgeber zu veranlassen, angesichts jener Bauernunruhen das Bündnis zwischen Zarismus und Jesuitismus zum Abschluss zu bringen. Ja, was für ein Zufall, dass dieser Aufstand gerade zur rechten Zeit kam. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt, nicht wahr? Deswegen sagt der Autor auch, ja, man möchte fast glauben, dass ein Kausalnexus zwischen beiden Ereignissen bestanden hätte. Man möchte fast glauben, wie gesagt, ich verwette meine linke Arschbacke drauf, dass es so ist. Denn es könnte sehr wohl möglich gewesen sein, dass dieser Aufstand von Jesuiten oder deren Agenten inspiriert oder sogar inszeniert worden wäre. Jetzt glaubt mir, ich habe das gerade so kommentiert, wie es hier steht. Ich habe das jetzt nicht vorher gelesen. Ich habe das Buch vorher gelesen, das ist schon etliche Wochen her. Ich weiß nicht mehr, was überall gestanden ist, aber ich kann diese Menschen, ich kann diese Biester, ja, diese Mörder, analysieren. Und deswegen habe ich das kommentiert. Aber es steht hier tatsächlich auch so geschrieben. Ich habe es aber jetzt vorher nicht gelesen. Es könnte sehr wohl möglich gewesen sein, dass dieser Aufstand von Jesuiten oder deren Agenten inspiriert oder sogar inszeniert worden wäre. Schon Johannes Scherer sagte in seiner kulturgeschichtlichen Studie Jesuiten und Freimaurer, Zitat, er, also der Jesuit, der Jesuit verband sich heute mit den Fürsten gegen die Völker, um vielleicht morgen schon, wenn bei veränderter Konstellation der Vorteil seines Ordens es heischte, mit den Völkern wieder die Fürsten zu stehen und zu gehen. Es verschlug ihm nichts, die Empörung zu predigen und zugleich zur Errichtung von Schafotten für die Empörer anzueifern. Ende Zitat. Erschienen in Berlin 1887. Aus der Einleitung, Seite Römisch 14. Von der Zarin, der sogenannten Semiramis des Nordens, ein interessanter Beiname für die Zarin Katharina II., Semiramis des Nordens, ihr wisst, Semiramis, die Frau von Nimrod in Babylon damals, hat Scher folgendermaßen geurteilt, Zitat, Katharinas ganzes Wesen und Walten hat etwas imponierend Kolossalisches. Allein bei näherer Betrachtung verliert dieses Wesen und Walten seinen Nimbus. Und statt wirklicher Größe erblicken wir überall nur den Schein derselben. Es fehlt ganz und gar der sittliche Kern und Halt. Alles gemacht, verlogen, unsittlich, hohl und faul. Ende Zitat. Über die Jesuiten urteilte der Theologe Professor Otto Zöckler, der lebte zwischen 1833 und 1906, in der Herzog-Haugschen Realien-Enzyklopädie für protestantische Theologie folgendermaßen, Zitat, im Sinne einer weltlichen Kriegführung und Diplomatie halten die Jesuiten jede Waffe, jeden Hinterhalt, jede Täuschung für erlaubt, wenn sie nur ihrer Sache zum Sieg verhilft. Diese Perfidie hat mehr als alles andere ihren Namen mit Fluch belegt. Ende Zitat.
ihren Namen mit Fluch belegt, den Namen Jesu mit Fluch belegt. Genau das ist es. Weil wie erscheint Jesus Christus den Menschen in dieser Welt, wenn sie sehen, dass die Gesellschaft Jesu oder wie die Gesellschaft Jesu sich verhält? Ja? Und wenn er hier sagt, im Sinne einer weltlichen Kriegführung und Diplomatie halten die Jesuiten jede Waffe, jeden Hinterhalt, jede Täuschung für erlaubt, wenn sie nur ihrer Sache zum Siege verhilft. Ja, das kennen wir doch. Der Zweck heiligt die Mittel. Wenn das Ende gut ist, dann ist jedes Mittel erreicht, um dieses gute Ende zu erreichen. Das hat der Theologe und Professor Otto Zöckler ebenso erkannt wie viele andere. Die Partner dieses an sich widersprechenden Bündnisses waren also einander wert und würdig. Ne? Wie können zwei miteinander gehen, außer sie verstehen einander? So steht es in der Bibel geschrieben, in Amos Kapitel 3. Das ist aber hier ein widersprechendes Bündnis, weil die Jesuiten auf der einen Seite verfolgen ganz andere Ziele als die russische Zarin auf der anderen Seite und trotzdem machen sie ein Bündnis. Wie kann das? Ja, weil sie im Grunde sich einander wert und würdig sind. In der Folgezeit wurden den Jesuiten, zumal durch den Einfluss Potemkins, des mächtigen Günstlings der Zaren, immer mehr Rechte in Russland eingeräumt. Sie erfreuten sich eines wachsenden Schutzes der Zaren und ihrer Ratgeber. Ja, Winter sagt sogar, Zitat, jeder, der sich der Kaiserin empfehlen wollte, suchte mit den Jesuiten gut zu stehen. Ende Zitat. Es ist fast belustigend. Eduard Winter schreibt über den Einfluss der Jesuiten in Russland, Zitat, jede Opposition gegen die Jesuiten in Zeitschriften, wie sie von wahren russischen Aufklärern eingeleitet wurde, musste im Keime von der Regierung auf Einschreiten Potemkins und im direkten Auftrag der Kaiserin unterdrückt werden. Das Zitat geht noch weiter, aber ich möchte noch mal eben, dass ihr euch das auf der Zunge zergehen lasst, was hier steht. Wir sprechen hier über Medien, wir sprechen hier über Medienkontrolle, wir sprechen hier über das, womit die römisch-katholische Kirche in den Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre des letzten Jahrhunderts offiziell herauskam, mit Miranda Prausus und Inter Mirifica. Was steht hier? Jede Opposition gegen die Jesuiten in Zeitschriften, wie sie von wahren russischen Aufklärern eingeleitet wurde, musste im Keime von der Regierung auf Einschreiten Potemkins und im direkten Auftrag der Kaiserin unterdrückt werden. Solche umlaufenden Artikel wurden 1785 von Henkers Hand verbrannt und jede Wiederholung mit strengsten Strafen bedroht, wie die Jesuiten stolz in ihren Briefen berichten. Ende Zitat. Der französische Historiker Bernard Fay schreibt über den Einfluss der Freimaurer in Frankreich zu jener Zeit, und jetzt seht mal, ob da irgendwelche Äquivalenzen vorkommen. Die Freimaurerei breitete sich aus. Sie bildete einen sozialen, einen fast öffentlichen Kult mit einem geheimen Hintergrund. Da die Freimaurerei eine umfassende Brüderschaft war, lancierte sie Männer wie Franklin, das glänzendste Beispiel der Art, oder sie richtete andere zugrunde. Sie konnte auch jeden, der ihr missfiel, den Mund verbieten. Als 1783 der Baron von Marivetz und M. de Cuffier eine dem Könige gewidmete Physik der Welt veröffentlicht hatten, wollte keine Zeitschrift, keine Akademie darüber sprechen, weil Lalande, der große wissenschaftliche Freimaurer, sie gewarnt hatte, dieses Buch zu fördern. So wurde die Freimaurerei in der französischen Gesellschaft zu einer starken Macht, die zu einer Veränderung der Ideen und ihrer Richtung beitrug, das heißt zum Kampf gegen die Kirche und die Grundsätze der Monarchie. Ende Zitat. Klingt das nicht, als ob die Jesuiten hier gewirkt hätten? Ja! Weil die Jesuiten die Freimaurerei kontrollieren. Und mich persönlich würde jetzt mal interessieren, was in diesem Buch die Physik der Welt gestanden hat. Also wie in Russland, fährt der Autor fort, die Jesuiten wirkten in Frankreich die Freimaurer, wenn auch mit verschiedenen Methoden und anderen Zielen.
Und genau deswegen kann man eben erkennen, dass die Freimaurer von Jesuiten kontrolliert sind. Natürlich sind die Methoden anders und das Ziel augenscheinlich erstmal anders. Im Endeffekt ist das Ziel aber dasselbe. Im Endeffekt ist das Ziel genau das gleiche. Ein kleines Beispiel. Die römisch-katholische Kirche kämpft für ihre Freiheit, ihre Religionsfreiheit. Mit anderen Worten, dass sie frei ist, ihre abergläubische Religion überall zu verbreiten, so wie sie das will. Das ist Freiheit für die römisch-katholische Kirche. Was ist Freiheit für die Freimaurer? Dass jeder seinen Gott auf die Art und Weise frönen kann, wie er will? Nein, weil die Freimaurer sind Luziferianer. Die Freimaurer beten Gaotuan, den großen Architekten des Universums. Und wenn man da genau hinschaut, dann ist dieser nichts anderes als der Satan in der römisch-katholischen Kirche. Das heißt, auf den ersten Blick sind die Ziele anders, aber je tiefer man da reingräbt, desto mehr erkennt man, dass die Ziele im Grunde genau dieselben sind. Also mit verschiedenen Methoden, das ja, weil die Freimaurer gebrauchen andere Methoden als die Jesuiten. Aber andere Ziele? Nein. Im Endeffekt ist es das gleiche Ziel. Weil sowohl die Freimaurer als die Jesuiten für dasselbe Ziel kämpfen. Deswegen sind die Freimaurer der, zwischen Anführungszeichen, protestantische Arm der Jesuiten. Weil es waren ja hauptsächlich Protestanten, die sich in den Freimaurereien organisiert hatten, um gegen die römisch-katholische Kirche in einer Geheimgesellschaft wirken zu können. Dass diese aber von der römisch-katholischen Kirche, mit Namen die Jesuiten, von oben kontrolliert ist, das wussten sie nicht. Das wird uns aber zum Beispiel bestätigt von Alberto Rivera, der ja in einem freimaurerischen Ritual den Ring seines Oberen geküsst hat. Also der in einem Jesuiten-Ritual den Ring seines Oberen geküsst hat, und das war ein Freimaurerring. Also, man muss richtig gucken. Und der Autor hätte hier schreiben sollen, wie in Russland die Jesuiten wirkten, in Frankreich die Freimaurer. Wenn auch mit verschiedenen Methoden, doch mit denselben Zielen. Ein bezeichnender Fall ereignete sich in Moskau. Dort hatte ein ehemaliger russischer Leutnant namens Novikov eine Buchhandlung eröffnet. Er vertrieb besonders aufklärerische französische Literatur, die bei der Vorliebe der Zaren für Voltaire, D'Alembert und Diderot in hohem Ansehen stand. Novikov war aber selbst ein begabter Schriftsteller, der mit eigenen Schriften das russische Volk aufzuklären suchte. Das war den Jesuiten unerwünscht. Vermutlich auf ihre Veranlassung erging am 23. Dezember 1785 ein Schreiben der Zaren an den Kommandanten von Moskau, General Graf Brutze, mit dem Befehl, die Buchhandlung zu durchsuchen. Sie wurde geschlossen und Novikov verhaftet. Bei dem Verhör stellte es sich heraus, dass Novikov nicht nur Freimaurer, sondern auch Führer der nach Russland einsickernden Martinisten war. Die Martinisten hatten in Frankreich einen revolutionären politischen Geheimorden gebildet und waren aus der Freimaurerei hervorgegangen, also eine Abteilung der Freimaurer, wie man zum Beispiel sagen könnte, Opus Dei eine Abteilung der Jesuiten ist. Voltaire hatte die Martinisten abgelehnt und verspottet. Vielleicht war Katharina, die jene Geheimorden selbst in satirischen Lustspielen verspottete, von Voltaire über die Gefährlichkeit der Martinisten unterrichtet worden. Die Zugehörigkeit zur Freimaurerei allein hätte Novikov damals kaum eine Strafe eingetragen. Die Freimaurerei wurde erst 1794 verboten. Aber Novikov wurde als gefährlicher Ketzer und Revolutionär durch einen Ukas der Zaren vom 1. August 1792 zu 15-jähriger Festungshaft verurteilt und auf die Festung Schlüsselburg gebracht. Als dann die Französische Revolution im Jahre 1789 ausgebrochen war, behaupteten die Jesuiten, sie allein hätten diese Revolution verhindern können. Ja,
Sie verbreiteten, ein berüchtigter französischer Revolutionär habe geäußert, dass die französische Revolution nicht möglich war, solange dieser Orden bestand. Zweifellos war der Jesuitenorden in Frankreich der schärfste Gegner des Freimaurerordens. Denn, so erklärte Napoleon, die Freimaurer haben die Revolution unterstützt und noch in letzter Zeit haben sie dazu beigetragen, die Macht des Papstes und den Einfluss des Klerus zu vermindern. Ende Zitat. Der wachsende Einfluss der Freimaurerei auf die französische Regierung hat bei dem Verbot des Jesuitenordens in Frankreich in 1762 entscheidend mitgewirkt. Diese Umstände wurden natürlich von den Jesuiten in Russland propagandistisch ausgenutzt. Eduard Winter kennzeichnet die Lage sehr richtig, wenn er sagt, Zitat, jetzt war für die Gesellschaft Jesu die Stunde gekommen. Gerade im zaristischen Russland, wo die herrschenden Kreise des Adels mit wachsendem Entsetzen und Hass die Ereignisse in Frankreich verfolgten, den Wahrheitsbeweis dafür anzutreten, eine Bastion der Restauration zu sein. Ende Zitat. Also, kurz zusammengefasst, nicht nur durch den Bauernaufstand 1772 in Pugatschew, sondern auch mit der Französischen Revolution, die offiziell durch die Freimaurer geführt war, die natürlich gar nichts mit den Jesuiten zu tun haben. Dadurch wurde in Russland Angst eingeflößt, dass man eben die Jesuiten zum Schutz brauche. Und deswegen diese Hörigkeit Katharina II. An den Jesuitenorden. Dass aber beide Seiten, Freimaurer und Jesuiten, da natürlich beide derselben Leitung unterworfen sind, nämlich dem Jesuitengeneral, dieselben Ziele verfolgen, da kommen die meisten Menschen nicht drauf, weil sie nicht sehen, dass durch den Umweg in der Freimaurerei, durch den sogenannten Politismus oder Atheismus oder wie auch immer das da vertreten wird, genau dieselben Ziele erreicht werden wie im römischen Katholizismus. Nur auf anderen Wegen. Auf anderen Wegen, wie hieß das Kapitel gerade eben? Auf neuen Wegen oder auf anderen Wegen zum alten, immer demselben Ziel? Das haben die Jesuiten doch gut hinbekommen, nicht wahr? Sie haben die ganze Menschheit hier getäuscht. Na? Sie haben die ganze Menschheit hier getäuscht. Von daher die Aussage nochmal ins Gedächtnis gerufen, die unter jedem dieser Videos steht, von Abraham Lincoln. Man kann viele Menschen dauernd hinters Licht führen. Man kann alle Menschen eine Zeit lang hinters Licht führen. Aber man kann nicht alle Menschen dauernd hinters Licht führen. Diejenigen, die sich nicht dauernd hinters Licht führen lassen, sind diejenigen, die die Erkenntnis durch das Wort Gottes, die Bibel bekommen haben und die gelernt haben, die Dinge in dieser Welt an der Bibel zu messen, wie die Beröer in Apostelgeschichte Kapitel 17, und klar sehen und klar erkennen, wie die Jesuiten ihr Spiel treiben und wie die Jesuiten halt nur die Stoßtruppen, die SS des Vatikan sind. So, und wir gehen jetzt in das nächste Kapitel. Und das lautet: Der Vatikan sucht und findet Anschluss. Ach, also wenn man jetzt gesagt hat, bei der Freimaurerei, da wird ja der Vatikan unterdrückt, da wird ja die römisch-katholische Kirche unterdrückt. Siehe, was in Frankreich passiert ist, wo sie in der Französischen Revolution ja die Kirche unterdrückt haben, die Kirche bestraft haben für das, was angetan wurde in der ganzen Zeit. Kommen wir jetzt zu dem Thema, dass der Vatikan sucht und Anschluss findet. Anschluss sucht und findet. Ich kann euch garantieren, der Vatikan findet auch Anschluss mit Hilfe der Freimaurerei. Aber schauen wir in das Kapitel, schauen wir in den Rest des Buches und ihr werdet sehen, dass meine These hier mehr als bestätigt wird. Die französische Revolution und die Maßnahmen der Revolutionsregierung gegen die Kirchen und Klöster in Frankreich nötigten den Vatikan zu einer verstärkten Gegenarbeit.
Papst Pius VI. Mochte es jetzt beklagen, dass Papst Clemens XIV. Den Jesuitenorden aufgelöst hatte. Allerdings hatten sich viele Ex-Jesuiten als Freimaurer oder Illuminaten den Logen und anderen der zahlreichen Geheimorden angeschlossen, um den Verlauf der Revolution bzw. die revolutionäre Propaganda in ihrem Sinne zu beeinflussen oder gar zu steuern. So war es zum Beispiel der Jakobinismus in Frankreich, in welchem man, wie Cher scharfsichtig erkannte, so man ihn schärfer ansieht und die Summe seiner Wallungen und Strebungen zieht, einen legitimen Sohn des Jesuitismus unschwer erkennt. Wir hatten auch in dem Buch von Griesinger über den Jakobinismus gesprochen und bereits erkannt, dass der Jakobinismus lediglich eine andere Abteilung der Jesuiten im Grunde ist. Wie der Vater auf vollständige Vernichtung der freien Persönlichkeit und der persönlichen Freiheit zugunsten der Gesellschaftsmacht abzielte und ausging, so auch der Sohn. Jeder selbstverständlich in seiner Art und mit den Mitteln, die natürlich, mochten sie sein, wie sie wollten, der Zweck heiligte. Auch das Aushängeschild, hinter welchen Vater und Sohn für die Erlangung der Omnipotenz, also der Allmacht, fochten, waren zwar verschieden bemalt, aber doch aus demselben Metall geschmiedet. Der jesuitische hieß Theokratie, der jakobinistische Demokratie. Da nun bekanntlich Vox Populi Vox Dei, die Volksstimme, Gottesstimme, so war mit den verschiedenen lauten Worten nur ein und dasselbe Ding gemeint: Herrschaft, unbedingte, widerspruchslose Herrschaft. Genau wie eine Aussage von Napoleon so lautet, die ich mal eben hier aus meinem Textdokument herausziehen muss. Da brauche ich mal eine kurze Sekunde, um das rauszuziehen. Ich kann euch aber sagen, das ist ein sehr bekanntes Zitat, was ihr sicher schon mal gehört habt. Man müsste nur Napoleon richtig tippen hier. Voilà. Na, Entschuldigung, jetzt habe ich das hier, weil ich nebenbei die Aufnahme weiter habe. Napoleon, verkehrt getippt. Und zwar ist das die Aussage, jetzt habe ich sie aber nicht ins Deutsche hier, da muss ich sie nochmal eben ins Deutsche übersetzen, das dauert eine kleine Sekunde, aber so viel bleibt es sicher bei mir. Ich habe jetzt keine Lust, das ad hoc im Deutschen zu übersetzen, ich mache mal kurz den Google-Übersetzer auf und werde das da reinkleben. Und dann sagt uns diese Aussage, wenn ich das jetzt hier auch noch richtig, den Satz richtig mache, weil Google ist da immer sehr feinfühlig, wenn man die Absätze nicht richtig hat, wie es ist, oder die Punkte richtig hat, wie sie sein müssen, dann sagt er von jetzt übersetze ich dir das falsch. Das sind so Kleinigkeiten, die man wissen muss. Napoleon wird diese Aussage zugeschrieben. Er sagt, Zitat, die Jesuiten sind eine militärische Organisation, kein religiöser Orden. Ihr Oberhaupt ist ein General einer Armee, nicht nur der Abt eines Klosters. Und das Ziel dieser Organisation ist Macht. Macht in ihrer despotischsten Ausübung. Absolute Macht, universelle Macht. Macht, die Welt durch den Willen eines einzelnen Menschen zu kontrollieren. Der Jesuitismus ist der absoluteste aller Despotien und zugleich der größte und gewaltigste aller Missbrauchsformen. Wie klingt das jetzt, was wir gerade eben gelesen haben? Der Jesuitische hieß Theokratie, der Jakobinistische Demokratie. Da nun bekanntlich die Volksstimme Gottesstimme, so war mit den verschiedenen lautenden Worten nur ein und dasselbe Ding gemeint. Herrschaft, unbedingte, widerspruchslose Herrschaft. Widerspiegelt genau das, was Napoleon gesagt hat, ne? Und ja, Napoleon war ein 33-Grad-Hochgrad-Freimaurer. Ja, Napoleon war jesuitisch kontrolliert. Voltaire war auch jesuitisch kontrolliert. Und trotzdem machen diese Menschen manchmal Aussagen, die genau die Wahrheit sind, genau dahin. Nur die meisten können da ja gar nichts mit anfangen. Aber wenn man dann diese Aussage von diesen Menschen nimmt und die dann noch einmal in Büchern wie hier liest und in den richtigen Kontext setzen kann,
Ja, dann gewinnt das Ganze auf einmal natürlich unglaublich an Bedeutung. Also, ob jetzt Demokratie oder eine absolutistische Königs- oder Kaiser- oder Zarenregierung oder eine parlamentarische Regierung wie eine Republik oder wie auch immer, es spielt keine Rolle. Die Jesuiten tanzen auf jedem Parkett und sie erreichen überall das, was sie wollen. Im Schluss Herrschaft, unbedingte, widerspruchslose Herrschaft. Der Autor fährt fort und sagt, es ist daher auch verständlich und entspricht dem Kampf des Jesuitismus gegen die Freimaurerei, wenn die Jakobiner gegen die Freimaurer vorgingen und deren Logen schlossen. Ebenso entspricht der religiöse und missionarische Charakter der Jakobiner dem Jesuitismus. In seinem Discours politique, also politischem Diskurs, tritt Robespierre, einer der hervorragendsten Jakobiner, so mit anderen Worten auch ein von den Jesuiten abgewandelter Jesuit, gegen die Gottleugner der Aufklärung und für die Religion ein. Qui donc t'a donné la mission d'annoncer au peuple que la divinité n'existe pas? Wer hat dir den Auftrag gegeben, dem Volke zu verkünden, dass es keine Gottheit gibt? Nachdem er dann die Religion verteidigt, sagt er: L'homme public, mais le législateur serait 100 fois plus insensé. Qui adopterait un pareil système? L'athéisme est aristocratique. Si Dieu n'existait pas, il faudrait l'inventer. Der letzte Satz dürfte jedem verständlich sein, ne? Si Dieu n'existait pas, il faudrait l'inventer. Wenn Gott nicht existieren würde, müsste man ihn erfinden. Der ganze Satz heißt: Noch 100-mal unsinniger müsste man den Staatsmann, den Gesetzgeber nennen, der sich für ein solches System erklärte. Die Gottlosigkeit ist aristokratisch. Wenn es keinen Gott gäbe, müsste man einen erfinden. Man erkennt hier deutlich den Einfluss des Jesuitismus, von dem Cher sprach. Also, wenn zwei dasselbe sagen, kommen sie dann aus derselben Quelle? Jakobinismus, Jesuitismus? Ich denke ja. Jakobinismus, Freimaurerei? Ich denke ja. Freimaurerei, Jesuitismus? Ich denke ja. Papst Pius der VI., den Katharina die II. In einem Brief an den Kaiser Joseph II. Ein unbequemes Möbel genannt hatte, wandte sich am 25. Februar 1791 an die Zaren und ersuchte sie um Hilfe gegenüber den politischen, sozialen und religiösen Auswirkungen der Französischen Revolution. Die fing 1789 an, hat dort 2 Jahre gewütet, dem Papst wurde ein wenig warm auf seinem Stuhl. Denn dies war eine politische Revolution, wie der Franzose Alexis de Tocqueville sehr richtig sagte. Zitat: Die zur Bekehrung aufruft, die man mit solcher Leidenschaft den Fremden predigt, wie man sie bei sich selber vollzieht. Ende Zitat. Sie sollte zu einer Weltrevolution erweitert werden. Da die Jesuiten in Russland unbeschränkt und staatlich gefördert arbeiteten, schien sogar das alte Ziel des Vatikans, die Vereinigung der Ost- und Westkirche unter diesen Umständen wieder erreichbar zu werden. Jedenfalls erstrebte der Papst einen engeren Anschluss an das zaristische Russland. Im Jahre 1799 beteiligte sich Russland dann auch am Zweiten Koalitionskrieg gegen die Französische Republik. Sehr richtig, sagt Eduard Winter, man könne all diese Ereignisse nur in diesem großen Zusammenhang verstehen. Vor allem gilt dies, so schreibt er weiter, für die sich in steigendem Maße auswirkende Tätigkeit des Jesuitenordens in Russland, die in ihrer Bedeutung und Eigenart bisher noch keineswegs voll erschlossen und untersucht worden ist. Auch hier kommt es darauf an, die großen Zusammenhänge aufzuzeichnen. Es wird umfassender Studien bedürfen, um in dieser Frage Licht zu schaffen. Gewiss ist es kein Zufall, dass sich hauptsächlich Jesuiten mit der Geschichte dieser Periode des Zusammenwirkens von päpstlicher Restauration und zaristischer Regierung, vor allem unter Katharina der II., Paul dem I. und Alexander dem I. in Monographien beschäftigt haben. Ende Zitat.
Was für eine wichtige Aussage. Im Jahre 1799 beteiligte sich Russland dann auch am Zweiten Koalitionskrieg gegen die Französische Republik. Wir sprechen hier von einem Jahr später, nachdem der sogenannte Kardinal Berthier in Rom einmarschiert ist und den Papst gefangen genommen hat. Erinnert ihr euch? 1798 lehrt die Siebentags-Adventistenkirche enden die 1260 Jahre des Antichristen. Tja, dass das eine Falschlehre ist, das werden wir in anderen Videos noch besprechen. Aber hier erstrebte der Papst einen engeren Anschluss an das zaristische Russland. Und genau deswegen beteiligte sich Russland am Koalitionskrieg gegen die Französische Republik. Das war der Krieg doch, in dem Napoleon gegen Russland zog, dachte ich. Und nochmal, eine Wiederholung am Ende auf Seite 134. Hier sagt der Autor, dass Eduard Winter sehr richtig sagte, nur in diesem großen Zusammenhang könne man all diese Ereignisse verstehen. In dem Zusammenhang, wie die Französische Revolution, was die Französische Revolution damit zu tun hat, um Russland dichter beim Vatikan zu kriegen, weil das ist das schlussendliche Ziel. Das dürfen wir nie aus den Augen verlieren. Alles, was wir bis jetzt hier gelesen haben, dient nur dazu, Russland unter die römisch-katholische Kontrolle zu kriegen. Deswegen ist das so ein wichtiger Satz, den Eduard Winter sagt. Man könne all diese Ereignisse nur in diesem großen Zusammenhang verstehen. In diesem großen Zusammenhang, dass eben der Papst einen engeren Anschluss an das zaristische Russland sucht. Auf welchem Wege er das auch probiert. Diplomatische, freundliche Weise oder kriegerische, unfreundliche Weise. Alle Wege werden beschritten, um dieses Ziel zu erreichen. Weil alle Wege, die zum Ziel führen, wenn das Ziel gut ist, sind legitim, um das Ziel zu erreichen. Der Zweck heiligt die Mittel. Er fährt fort und sagt, gewiss ist es kein Zufall, dass sich hauptsächlich Jesuiten mit der Geschichte dieser Periode des Zusammenwirkens von päpstlicher Restauration und zaristischer Regierung, vor allem unter Katharina II., Paul I. und Alexander I. in Monographien beschäftigt haben. Allerdings, jene Jesuiten haben natürlich die Ereignisse in ihrem Sinne dargestellt. So lesen wir heute eben offizielle Geschichte, nicht wahr? Der katholische de Recalde urteilte in seinen Lettres sur le Confessionnat du Pédit-Letellier in Paris 1922 über die Geschichtsschreibung der Jesuiten folgendes. Wie die Söhne Noahs einen Mantel über die Blöße ihres Vaters warfen, so umhüllen aus Chorgeist seit drei Jahrhunderten die Söhne der Gesellschaft Jesu mit den Mänteln der Beredsamkeit, der Gelehrsamkeit, der falschen Zeugnisse, der Diebstähle, der Unterschlagungen, der Ausmerzungen, der Verdrehung öffentlicher Aktenstücke das geheime Wesen ihres Ordens und das Leben seiner Mitglieder. Diese unendliche Reihe zu durchforschen übersteigt die menschliche Kraft. Man müsste die Allwissenheit und Allmacht des Weltenrichters haben, der eines Tages zur Erleichterung des allgemeinen Bewusstseins Herzen und Nieren aller Menschenkinder aufdeckt. Inzwischen kann die Wahrheit nur ans Licht kommen durch Blitzstrahlen. Sie kann sich nur ausbreiten durch einzelne helle Flecken, die sich auf dem von Tinte geschwärzten Grunde abheben. Bald hier, bald dort taucht eine erhellende Einzelheit aus der Nacht auf. Sie stürzt den tiefgründigen Unterbau in das Dunkel. Ende Zitat. Ein sehr, sehr wichtiges und weitsichtiges und intelligentes Zitat von dem J. de Recalde. Ein Katholik.
Immerhin haben die Jesuiten dem Historiker genügend Material geliefert, um ihre Moral, um ihre Lehren, ihr politisches und soziologisches Wirken für jedermann erkennbar zu machen. Denn, Zitat, fast unbegreiflich ist es, das schreibt der Historiker Wilhelm Wachsmuth, der lebte zwischen 1784 und 1866 in seinen historischen Darstellungen aus der Geschichte der neueren Zeit, fast unbegreiflich ist es, wie die Jesuiten dieses in Druckschriften darlegen und so ihren Feinden selbst Waffen in die Hände geben konnten. Es ist, als ob verblendeter Hochmut sein Spiel getrieben habe. Wie der Lügner zuletzt seine Lügen für wahr hält, so vergaßen die Jesuiten zuletzt, dass sie Grundsätze aussprachen, die immerfort hätten zu den Ordensgeheimnissen gehören müssen. So verrät auch der verschmitzte Gauner sich gewiss irgendeinmal auf unbegreifliche, plumpe Weise. Ende Zitat. Ja. Wie der Lügner zuletzt seine Lügen für wahr hält. Das bringt uns doch zurück zum Fall Demetrius, wo wir uns die Frage stellen müssen, hat dieser Mensch seine eigene Lüge geglaubt und gelebt? Oder war er wirklich so kontrolliert von Beginn auf an, dass er keine Ahnung hatte, wer oder was er war? Aber passt wieder wunderbar in den Demetrius-Teil dieses Buches. Das konnten wir so recht bei dem Demetrius-Unternehmen beobachten. Hier sagt der Autor das, ich habe es nicht gelesen. Ach, manchmal sollte ich meinen Mund halten und nicht kommentieren, einfach nur weiterlesen, dann steht es ja schon hier. Ja. Das konnten wir so recht bei dem Demetrius-Unternehmen beobachten. Es wird zwar zuweilen, wie beim Anastasia-Prozess, von dunklen Kräften, von dunklen Mächten gesprochen, aber ohne dass Klarheit geschaffen und ohne dass die Wahrheit schriftlich niedergelegt wird. Es ist nun wohl verständlich und liegt ganz im Rahmen des ideologischen Gegensatzes zwischen Jesuitismus und Freimaurerei, wenn Katharina II., nachdem sie zunächst die Freimaurerei in Russland geduldet hatte, die Logen in dem Maße billigte, wie sie die Jesuiten billigte, bis sie die Freimaurerei im Jahre 1794 verbot. Nochmal. Es ist nun wohl verständlich und liegt ganz im Rahmen des ideologischen Gegensatzes zwischen Jesuitismus und Freimaurerei. Meine lieben Brüder und Schwestern, hört nochmal ganz genau zu. Die ideologischen Gegensätze zwischen Jesuitismus und Freimaurerei bestehen nach außen hin. Aber wenn man sich die beiden genau anschaut, verfolgen Jesuitismus auf der einen Seite und Freimaurerei auf der anderen Seite exakt dasselbe Ziel. Und das ist eben die Kunst des Jesuitismus. Ja? Dafür zu sorgen, dass öffentlich erscheinende Gegensätze hinter den Kulissen für dasselbe Ziel arbeiten. Das erkennt kein Mensch. Die Menschen erkennen immer nur die offen dargestellten Gegensätze. Schau nicht hinter den Vorhang, schau nicht hinter die wahren Puppenspieler, verstehe nicht die wirklichen Ziele und begreife nicht, dass hinter offensichtlichem ideologischen Gegensatz dahinter ein gemeinsames Ziel steckt. Und das liegt an der Basis des Erfolgs des Jesuitismus. Das liegt an der Basis des Erfolgs des Katholizismus. Das liegt an der Basis des Erfolgs der Lügner in dieser Welt. Und wer, meine Lieben, ist der Vater der Lüge? Nach Katharinas Tod am 17. November 1796 trat ihr Sohn und Nachfolger Paul I. die Regierung an. Nach einem unbewiesenen und unerweislichen freimaurerischen Bericht soll Paul auf Verlangen Katharinas in den Freimaurerbund aufgenommen worden sein und die Zarin habe der Aufnahmezeremonie versteckt beigewohnt. Falls dies zutrifft, so heißt es in dem Allgemeinen Handbuch der Freimaurerei, erschienen in Leipzig 1901, habe die Zarin einen politischen Zweck dabei verfolgt. Jedenfalls, sollte Paul I. tatsächlich Freimaurer gewesen sein, so steht sein Verhalten und seine Förderung der Jesuiten im unvereinbaren Widerspruch dazu. Öffentlich, nicht inoffiziell. Da seine Ermordung indessen im Jahre 1801 durch Personen erfolgte, deren Zugehörigkeit zur Freimaurerei erwiesen ist, könnte hier ein Racheakt an einem eidbrüchigen Freimaurer vollzogen worden sein, wie es in jener Zeit zuweilen geschah. Und wir gehen hier kurz in eine Fußnote hinein.
In der Fußnote steht, die freimaurerische Zeitschrift Latomia hat das Bestehen von Rachegraden in jener Zeit bestätigt und schrieb, Zitat, dass früher der Dolch praktisch gebraucht wurde in Verschwörungen gegen die gesetzmäßigen Herrscher. Ende Zitat. Papst Leo XIII. Behauptete demgemäß in seiner Enzyklika Humanum Genus vom 20. April 1884, in der Freimaurerei, Zitat, wird die Strafe nicht selten vollzogen, wenn einer überführt wird, ihr Geheimnis verraten oder das Befohlene nicht ausgeführt zu haben. Ende Zitat. Und ein Fall aus der neueren Geschichte hieraus haben wir gehabt in den 70er oder 80er Jahren von dem Fall des Bankers, der unter der Schwarzbruderbrücke gebaumelt ist. Erinnert ihr euch? Naja, ihr könnt euch natürlich nur erinnern, wenn ihr das Buch Vatican Billions von Avro Manhattan gelesen habt. Es geht um Roberto Calvi, der 1920 geboren wurde und 1982 in London starb. Er war ein italienischer Banker. Er war zuletzt Präsident der Banco Ambrosiano, die mehrheitlich der Vatikanbank gehörte, der IOR, ne, Istituto per le Opere di Religione, und war an der Geldwäsche von Drogengeldern in Italien und Südamerika sowie an weiteren geheimen Finanztransaktionen des Vatikan, der Mafia, der Geheimloge Propaganda Due, also Freimaurer, und verschiedener politischer Parteien maßgeblich beteiligt. Aufgrund seiner engen Beziehungen zum IOR, also zur Vatikanbank, wurde Calvi vor allem in den Medien als Bankier Gottes bezeichnet. Calvis Karriere als Bankier Gottes war geprägt von einem schnellen Aufstieg, engen Verbindungen zum Vatikan, Geldmitteln, die zu den herrschenden politischen Parteien flossen, und vom finanziellen Zusammenbruch mit nachfolgenden verzweifelten Versuchen, sich durch Erpressung von Vatikan-Würdenträgern und Politikern zu retten. Auch darin ähnelte seine Karriere der von Michele Sindona, dem anderen in Ungnade gefallenen Bankier Gottes, der bereits in den 70er Jahren unter dem Verdacht stand, Geldwäsche für die Cosa Nostra betrieben zu haben. Calvi wurde in der City of London an der Blackfriars Bridge, ja, das ist also die Schwarzbruderbrücke, an wen erinnert bitte schön die Schwarzbrüder, erhängt aufgefunden. Nach Einschätzung der italienischen Staatsanwaltschaft wurde er von der sizilianischen Mafia ermordet. Ob er jetzt von der sizilianischen Mafia ermordet wurde, ob er von Freimaurern ermordet wurde oder ob er von Jesuiten ermordet wurde, es passt ganz genau dahin, was wir hier über Paul den Ersten lesen. Ja, nochmal. Papst Leo XIII. Behauptete 1884 in der Freimaurerei, Zitat, wird die Todesstrafe nicht selten vollzogen, wenn einer überführt wird, ihr Geheimnis verraten oder das Befohlene nicht ausgeführt zu haben. Ende Zitat. Das schreibt ein Papst. Und knapp 100 Jahre später haben wir diesen Mord an der Blackfriars Bridge, um nur mal ein Beispiel zu nennen. Also ihr seht, wie faszinierend und interessant Geschichte ist. Ne? Wer Englisch kann, die Lesung von Tom Fress, Vatican Billions, ist auf meinem BitChute-Kanal zu finden. Und das Buch findet ihr gratis im Internet. Ich glaube sogar auf meinem Archive, auf meiner Archive-Bibliothek. Ein absolut empfehlenswertes Buch, um zu lesen. Ja, die Milliarden des Vatikan. Aber fahren wir noch ein paar Minuten fort in diesem Kapitel in dem Buch Kreml und Vatikan. Das Kapitel geht noch eine ganze Ecke weiter, aber wir wollen noch mal eben sehen, ob wir hier die Seite 137 noch mal kurz anlesen wollen. In dem allgemeinen Handbuch der Freimaurerei heißt es, Zitat, da bestieg Paul I., also wir sprechen hier vom Zaren, 1796 den Thron und erschien anfangs, als ob für die Freimaurerei unter ihm besonders günstige Verhältnisse eintreten sollten, da er bereits in den Bund aufgenommen worden war. Doch alsbald wurde er gegen die Freimaurer eingenommen und für den Malteserorden gewonnen, sodass er Verbote gegen alle geheimen Zusammenkünfte erließ. Hierdurch wurde die Freimaurerei in Untätigkeit versetzt. Und wir wissen, dass der Malteserorden ja auch schlussendlich von den Jesuiten kontrolliert wird. Ja? Knights of Malta.
Von welcher Seite Paul I. gegen die Freimaurer eingenommen wurde, ist hier zwar nicht gesagt, dürfte aber nach den mitgeteilten Tatsachen nicht mehr zweifelhaft sein. Bereits als Zaretwitsch war Paul von den Jesuiten eingenommen. Im Oktober des Jahres 1781 hatte er mit seiner Gattin Maria Fedorowna Pollock die Hauptniederlassung der Jesuiten in Russland besucht. Es wurde ihm ein pomphafter Empfang bereitet und ihm die Unterstützung der Jesuiten zugesichert. Er soll beim Abschied zu Maria Fedorowna gesagt haben: Wie gut sind uns doch die Jesuiten gesinnt. Als Paul dann auf einer Italienreise im Jahre 1782 Rom besuchte, fand eine auffallend herzliche Zusammenkunft zwischen Papst Pius VI. Und Zarewitsch Paul und dessen Gattin Maria Fedorowna statt. Zitat: Es fehlte nicht an rührenden Szenen. So überreichte die Großfürstin den damals gerade nach Österreich abfahrenden Papst einen kostbaren Pelzmantel. Ende Zitat aus Winters Werk. Und in einer Fußnote lesen wir hier: Man trifft hier wieder einmal eine merkwürdige Parallele in unserer Zeit. Denn als der Schwiegersohn des gewesenen sowjetischen Ministerpräsidenten Chruschtschow, den man ja cum grano salis als roten Zarewitsch bezeichnen könnte, mit seiner Gattin Rada im März 1963 den Papst Johannes den 23. besuchte, wurden auch Gedanken ausgetauscht und es fehlte nicht an rührenden Szenen. Ja, Chruschtschows Tochter soll bei dieser Audienz sogar vor Rührung Tränen vergossen haben. Ist hierin etwa der Schlüssel für Chruschtschows Sturz zu finden? Am 7. Januar 1797, fährt der Autor fort, beglückwünschte Papst Pius VI. Den Zaren Paul I. zur Thronbesteigung. Der Papst wies in seinem Schreiben auf die Freundschaft hin, welche die Familie des Zaren mit ihm verbinde. In einem besonderen Schreiben an die Zarin Maria Fedorowna bat er sie um ihre Unterstützung. Diese hat ihm die Zarin denn auch gewährt. Im Jahre 1799 bat der Papst Maria Fedorowna erneut in einem besonders herzlich gehaltenen Handschreiben um ihre Unterstützung bei seinem Anliegen in Russland. Eduard Winter schrieb dazu, dass der Einfluss der Kaiserin sichtlich nicht vergeblich angerufen wurde. Die Rolle der Maria Fedorowna ist in dieser Angelegenheit bisher nicht beachtet worden. Sie darf aber nicht unterschätzt werden. Ende Zitat. Nun, die Rolle der Maria Fedorowna ist auch in einer literarischen Angelegenheit bisher nicht beachtet worden. Wir zeigten hier bereits die verhinderte Vollendung der Schillerschen Demetrius durch Goethe. Auch hier darf ihre Rolle nicht unterschätzt werden. Man wird angesichts der so engen Bindung des Zaren Paul I. und seiner Gattin Maria Fedorowna an den Papst und die Jesuiten wohl nicht mehr unglaublich staunen, wenn wir behaupten, dass Maria Fedorowna ihren Einfluss als Schwiegermutter des Erbprinzen von Weimar geltend machte, um zu verhindern, dass der jesuitische Demetrius-Schwindel durch Goethe auf die Bühne gebracht und erneut erörtert würde. Im Jahre 1797, im Jahre der Thronbesteigung des Zaren Paul I., erschien das aufsehenerregende Buch des Engländers John Robinson, 1774 bis 1805, Proofs of a Conspiracy Against All Religions and Governments of Europe Carried on in the Secret Meetings of the Freemasons, Illuminati and Reading Societies aus Edinburgh 1797. Auf Deutsch heißt der Titel dieses Buchs Beweise einer Verschwörung gegen alle Religionen und Regierungen in Europa, hervorgebracht in geheimen Treffen durch die Freimaurer, Illuminati und die Lesegesellschaften. Robinson war, wie ein Zeitgenosse Augustin Barruel, einer der heftigsten Gegner der Freimaurerei und aller Geheimorden. Sein Buch wurde in mehrere Sprachen übersetzt und überall gelesen. Wie sehr sich die Freimaurerei durch dieses Buch beeinträchtigt fühlte, geht daraus hervor, dass Preise für treffende Gegenschriften ausgesetzt wurden. Robinson
deckte die geheimen politischen Machenschaften auf und warnte die Fürsten eindringlich vor Freimaurern, Illuminaten und den übrigen zahlreichen Geheimorden, die aus oder neben der Freimaurerei entstanden waren. Die Ereignisse der Französischen Revolution schienen die Enthüllungen Robinsons zu bestätigen. Dieses Buch und andere derartige Bücher wurden natürlich von den Jesuiten propagandistisch benutzt, um ihre freimaurerischen Gegner zu diffamieren und zu beseitigen, ganz gleich, ob die Darstellung der Tatsächlichkeit entsprachen oder nicht. Es ist nicht nur möglich, es ist sogar wahrscheinlich, dass man dieses Buch dem Zaren Paul I. vorlegte, um ihn dadurch zu veranlassen, den Jesuiten noch mehr zu vertrauen und zu größerer Aktivität gegen die Französische Revolution anzuspornen. Der Erfolg blieb nicht aus. Im Jahre 1799 verband sich Russland mit England, Österreich, Portugal und Neapel zum Zweiten Koalitionskrieg gegen die Französische Republik. Die Türkei, die sich bereits durch die ägyptische Expedition des Generals Bonaparte im Kriegszustand mit Frankreich befand, schloss sich diesem Bündnis an. Der Zar, so schreibt Winter, von den Jesuiten beraten, wurde im Zusammenspiel der restaurativen Mächte sehr rasch der Tonangebende. Das ist bisher zu wenig beachtet worden. Nun, nicht nur in diesem Falle, sondern überhaupt. Und überall in der Geschichte ist das hintergründige Wirken der Jesuiten auf der einen Seite und das der Freimaurer auf der anderen bisher zu wenig beachtet worden. Und hier werden wir unsere Lesung mitten im Absatz für heute beenden. Aus dem einfachen Grund, weil ich diesen Absatz nächstes Mal nochmal lesen möchte. Er ist so unglaublich wichtig. Und es ist auch wichtig, einmal näher darauf einzugehen, dass hier ein Zeitgenosse von Robinson erwähnt wird, so beiläufig Augustin Barruel. Dieser Barruel war, das wird hier jetzt nicht erwähnt, ein Jesuit, der die Protokolle der Weisen von Zion geschrieben hat. Und deswegen gehen wir in diesen Absatz, den letzten Absatz auf Seite 138 bis Mitte Seite 139, nächstes Mal in der 14. Sendung nochmal ganz deutlich drauf ein. Das werden wir ein wenig mehr analysieren. Aber ihr habt ja bereits in der Lesung heute bemerkt, wie wichtig eine vollständige Analyse ist, wie wichtig es ist, das ganze Bild zu sehen, weil wenn man sich im Detail verliert, versteht man den großen Zusammenhang nicht. Und ich probiere mit diesen Lesungen immer, euch die ganzen großen Zusammenhänge zu erklären. Ich hoffe, dass es geglückt ist. Ich hoffe, dass es interessant ist. Und es ist eine wahnsinnig wichtige Geschichtsstudie, die wir hier machen, weil hier Zusammenhänge teilweise aufgeführt und geklärt werden, die ich früher so auch nicht gesehen habe, weil ich in meinen ganzen Studien bis jetzt Russland nie eingeschlossen habe. Und das war ein Fehler. Weil die Ziele, die die römisch-katholische Kirche mit Russland verfolgt, die Schritte, die der Vatikan im Westen unternimmt, haben oftmals damit zu tun, um ein Ziel im Osten zu erreichen, so möchte ich sagen. Mit anderen Worten, ich hatte früher diese ganzen Tätigkeiten der Jesuiten, irgendwelche Ziele im Osten zu erreichen, gar nicht im Blickwinkel. Da hat mir dieses Buch unglaublich geholfen, meinen Blickwinkel zu erweitern und das große Bild besser sehen zu können. Und deswegen bin ich dann doch überzeugt an diese Lesung gegangen, um zu sagen, das ist so ein wichtiges Buch, das muss man sehen, das muss man gelesen haben, das muss man besprochen haben. Und deswegen gehe ich teilweise auch so tief in die Besprechung mit rein, in die Details mit rein, weil dieser Zusammenhang zwischen Ost und West mir früher selber gar nicht ersichtlich war und vielen anderen wahrscheinlich das auch nicht war, weil ich habe nie in einem Kommentar darüber gelesen, dass irgendeinem das deutlich war. Aber dieses Buch hat mir in der Hinsicht wirklich die Augen geöffnet. Und deswegen gehen wir dann nächstes Mal noch auf Seite 138, wo wir jetzt gerade waren, nochmal ein wenig tiefer drauf ein, um das nochmal uns gut zu Gemüte zu führen und sehr gut zu verstehen, dass viele Aktionen im Westen unglaublichen Einfluss haben auf Dinge, die dann im Osten passiert waren.
Und dieses Buch des Engländers Robinson, Beweise einer Verschwörung gegen alle Religionen und Regierungen in Europa, ausgetragen durch die Geheimtreffen der Freimaurer Illuminaten und der Reading Societies, Reading Gesellschaften, Lesegesellschaften, was weiß ich, was das heißt, Reading, muss nochmal nachgucken. Das scheint mir ein sehr, sehr wichtiges Buch zu sein. Ja. Genau wie andere Freimaurerbücher manchmal sehr wichtig sind, und ich hatte mir ein anderes Buch besorgt, das wir später in diesem Buch treffen werden, von Roger Perefit, Die Söhne des Lichts. Ja. Die Söhne des Lichts. Auch ein Buch über die Freimaurerei. Und hat, glaube ich, wie viele Seiten hatten das? 500 Seiten klein geschrieben. Habe ich bis jetzt noch nicht mal reingeguckt, aber solche Dinge besorge ich mir eben, um eben da meinen Blickwinkel erweitern zu können und euch eben auch helfen zu können, die Dinge richtig zu verstehen. Sinniert noch ein wenig nach über das heute Gelesene. Wie gesagt, ladet euch das Buch bitte selbst runter, lest das Buch selber, lest das Buch mit mir mit zusammen. Und dann könnt ihr in den Kommentaren, auch wenn natürlich dieses Video erscheint, lange nachdem ich gelesen habe und die Kommentare lange danach sind, dann könnt ihr doch nochmal darauf zurückgreifend kommentieren und mich auch Dinge wissen lassen, die vielleicht auch ich hier und da übersehen habe. Kann ja durchaus sein. Ich hoffe jedenfalls, dass diese Lesung heute dazu beigetragen hat, dass wir alle einen besseren Blickwinkel oder ein Weitwinkel, wie ein Weitwinkelobjektiv beim Fotografieren, auf diese geschichtlichen Tatsachen geworfen haben und dass dadurch unser Verständnis im Allgemeinen besser geworden ist. Ja, und natürlich soll auch unser Verständnis in der Bibel besser bleiben oder besser werden. Deswegen müssen wir ständig daran erinnert werden, auch unsere Bibel zu lesen. Diesen Aufruf, damit ende ich das Video wie oft und wünsche euch eine geruhsame Zeit. Und bis zum nächsten Mal. Shalom, Maranatha.